Hallo und willkommen zurück zu Venetica. Nun geht es auch hier endlich weiter mit neuem Mut und viel Kraft in weitere Abenteuer. So, war ich hier schon auf diesem dollen Steg hier? Nein, aber hier ist auch wieder so ein Raddingens. Nun gut, dann nicht. Diese Landschaften. Diese Umgebung. Eine echte Augenweide. Ach, da war noch eine Vase. Breche Bäm. So. Imperiale Münze erhalten. Ja, ich habe den Tipp bekommen gehabt, dass ich mit dem, ja, der Fähigkeit, diesem Ausnehmen der Tiere, ja doch hätte den Barkerreißer da ausnehmen können. Und so hätte ich dann wahrscheinlich auch was bekommen. Toll. Und wahrscheinlich ist der blöde Barkerreißer jetzt weg, oder was? Wenn ich da jetzt aber nochmal reingehe, dann war doch da auch noch ein zweiter. Wenn ich den jetzt erledige und dann nochmal die Fähigkeit anwende, hätte ich ja noch eine zweite Chance sozusagen. Das wäre doch eine Idee. Nee, ist klar. Oh, ich habe nichts gesagt und ich habe mich nicht bewegt. Lalala. Gott, es ist immer so furchtbar hier. Da hinten steht er. Was nehme ich denn am besten? Ich meine, hier den doofen Rahmen, den brauche ich ja hier wohl nicht. Ja, hallo, kann das Spiel mal reagieren jetzt hier? Oh, Mensch, dass das hier jetzt auch gerade so hakt die ganze Zeit. Mann, es hat schon ewig gebraucht, bis ich überhaupt ins Spiel gekommen bin. Es könnte eventuell daran liegen, dass ich gerade defragmentiere, aber auch nur ganz vielleicht. Ja, ich wollte es nicht unterbrechen und ich hatte keinen Bock mehr zu warten und wollte weiter aufnehmen und, ne? Dachte, ich probiere das einfach mal. Beides. Zugleich. So. Ich weiß gar nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Wenn ich jetzt hier den Hammer drinne habe, dann habe ich natürlich sowieso schon alles drinne hier für die Axt, sehe ich gerade. Dann kann ich natürlich hier auch noch was anderes nehmen. Diesen Blutnäher, Blutzähl, ne? So. So. Was bewegt sich denn da? Ich habe mich doch gar nicht bewegt. Ich bin doch gar nicht gelaufen. So, jetzt nochmal schnell irgendwas nehmen, damit die Gesundheit auch ganz voll ist. Wenn wir hier schon gerade dabei sind, dann kann ich auch noch was eben nehmen. Noch ein Apfel. Noch ein Appelschnell zwischen die Beicherchen und ein Brot. Und ich muss auch mal weiter nach unten scrollen. Nee, aber so viel habe ich eigentlich gar nicht. So, schnell noch gespeichert. Muss ich den ganzen Schmuh nicht nochmal machen. Kennt ihr ja auch schon. So. So, und jetzt aber. Wow. Oh, hat voll nicht geklappt. Voll nicht geklappt. Komm schon. Ja! Ja! Barkerreißer schlachten, Kämpfe. So. So schnell ging. Aber mit Glück. Er hätte mich nur noch zweimal wischen müssen und ich wäre wieder dran gewesen. So, jetzt packe ich mal den Test. Mache ich mal den Test, hier den Kram da rein zu batschen. Wo war das denn? Hier ist es doch. Tierwissen, Alchemie, nee, Tierwissen war das, glaube ich. Dann nehmen wir mal Blutzoll wieder raus. Und? Funktioniert überhaupt gar nicht. Toll. Yeah. Toll. Ich drücke, ich weiß auch nicht. Ist das wirklich das Richtige? Ermöglicht das Ausnehmen von erlegten Tieren. Tja. Das geht wahrscheinlich auch nicht jetzt, ne? Nee. Ist beides nicht möglich scheinbar. Oder es war der falsche Barkerreis. Es hätte anscheinend doch der andere sein müssen. Und der ist ja wohl nicht mehr da, ne? Es ist ein Dreck. So was Doofes. Der hat auch noch damals so Geräusche gemacht und. Jetzt ist der weg. Huch. Und der andere war doch auch gerade noch da.
Okay, man konnte also wirklich, mit dem konnte man gar nichts machen. Es muss wohl der andere gewesen sein. Ja, habe ich wohl Pech gehabt. Shit happens. Das nächste Mal, wenn mir so ein Vieh begegnet, versuche ich es mal mit dem Ausnehmen. Trotzdem danke für den Tipp. So, jetzt laufe ich einfach mal so sinnlos durch die Gegend und gucke einfach mal, was uns so erwartet. Ich hoffe, dass das Spiel sich langsam dem Ende nähert und wir weiterkommen. Nicht nur sinnlos durch die Gegend rennen, haben wir mit den Wachmännern hier schon geredet. Oh, hallo. Und du? Oh, hallo. Ah, die beiden wieder. Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ist hier eine Tür? Kann man hier rein? Nö. Nö. Oh, hallo. Oh, hallo. Hier ist noch ein Lagerhaus. Nee, da gehe ich jetzt mal eben kurz nicht rein. Ich merke mir das aber auf jeden Fall. Hier unten ist bestimmt wieder eine Pflanze oder so. Nee, aber eine. Gott, was ist das denn hier? Sieht ein bisschen aus wie aus einem Vergnügungspark aus Versehen dahingestellt. Na gut. Nee, ich möchte mal ein bisschen mich umschauen. Hier können wir den Rahmen wieder machen. Warum? Warum? Das möchte ich jetzt gern wissen. Was soll denn da sein? Das sind Kisten. Soll in der Kiste irgendwas liegen, oder? Es ist doch direkt hier. Hä? Hier, da ist so der Typ. Kann ich hier langlaufen? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann da um die Ecke. Kann ich hier runterspringen? Nein, kann ich nicht. Kein Rabe in der Nähe. Nein, aber kannst du mal bitte hier raus? Oder komme ich jetzt hier nicht mehr weg? Ey, ich will hier weg. Scheiße. Nein. 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 Oh, Gott sei Dank. Bitte, komm, 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 komm. Geh da aus der Ecke raus. Oh, ich will hier weg. Oh. Oh, das war jetzt blöd. Wo ist der Rabe nochmal? Zeig mir den Rahmen. Wo ist der Rabe? Rabe, 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 Rabe. Da. Was war denn da in der Ecke? Bin ich jetzt. Hä? Da ist doch nix. Oder was? Da, wo ich gerade war, gehe ich bestimmt nicht nochmal hin. Nö, ich habe keine Ahnung. Was ist hier? Noch ein Lagerhaus? Ja, dann. Ach so, da kannst du gar nicht rein. Kannst du ins andere rein? Dann wissen wir natürlich gleich, ob es überhaupt geht. Ach, hier geht sie rein. Na gut. Okay, dann eben doch ins Lagerhaus. Wenn hier wieder ein Baggerreißer ist, dann speichere ich aber. Ach nee, es ist ja automatisch gespeichert. Das geht ja. Was ist los hier? Was ist hier im Gefängnis? Da gehe ich jetzt gleich rein. Erstmal gehe ich hier kurz rum. Was ist hier? Hä? Was ist los hier? Was brennt hier für ein Feuer? Warum stelle ich so viele unnütze Fragen, die mir sowieso keiner beantworten kann? Naja, dann geh da mal rein. Nee, geht gar nicht. Aber ist denn da jemand drin oder wie? Sieht man da irgendwas? Irgendwie nicht so, ne? Was los hier? Was ist los? Kann man hier dran ziehen an dem Band? Nein. Ja, irgendwie, ne? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, was das hier soll. Weiß ich nicht. Geh wieder raus hier. Muss ich nochmal? Weiß ich auch nicht. Ein andermal komme ich vielleicht von der anderen Seite rein oder so. Keine Ahnung. Ich laufe da jetzt erstmal noch ein bisschen weiter rum. Wie immer halt. So. Dann gehen wir doch da hinten mal lang. Links können wir eh nicht rein, wegen spezieller Schlüssel und so. Brumm, 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 brumm. Können wir auf alle Boote immer gehen? Steht da jemand? Weil ich möchte eigentlich nur im Moment quatschen, wenn überhaupt. Und nicht sinnlos mit jemandem sabbeln. Geh mal hier runter. Weil da unten ging gerade jemand lang. Vielleicht haben wir dann hier neue Quests oder so. Nein, 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 habe ich gesagt. Oh, manchmal nervt das auch in diesem automatischen.
Leiter gehe. Aha. Warum? 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 Habt ihr einen an der Waffel oder was ist mit euch hier unten los? Wieso greift ihr mich an? Ihr müsst doch sowieso sterben. Dann. Wusstet ihr das nicht, Leute? Wenn ihr mich angreift, dann ist nicht mehr lange mit gut Kirschen essen. Also, das war jetzt komisch. Wieso haben die mich jetzt angegriffen? Ja, wenn hier noch was irgendwas ist. Mann, das soll aufhören zu ruckeln. Das nervt mich jetzt gerade. Doch, mal wieder. Ja, gut. Haben wir die Typen erledigt, wenn sie weinen. Schade, dass da unten nicht wenigstens noch irgendwas zu holen gab. Also, wenn schon, denn schon, ne? Gut, dann nicht. War da noch jemand? Was ist hier? Ach ja, hier waren wir noch nicht drin. Hier müsste es immer was geben, finde ich. Irgendwas zum Mitnehmen. Damit man auch so ein Belohnungsgefühl irgendwie hat. Dass man irgendwo reingegangen ist, finde ich. Das, ja, finde ich. Na, Leute, was ist los? Kleine Besprechungsrunde. Ja, und dann habe ich den umgebracht und dann habe ich den umgebracht und dann hat er voll auf die Schnauze bekommen und es tat mir überhaupt nicht weh, weil ich einen Helm auf hatte und... Verschwinde, hier gibt's nichts zu sehen. Doch. Verschwinde, hier gibt's nichts zu sehen. Warum antwortest nur du? Ich möchte einen anderen ansprechen. Oh, hallo. Guck mal, der sagt zum Beispiel nicht hallo. Oh, hallo. Und der sagt mir auch nicht hallo, nur du nicht. Verschwinde, hier gibt's nichts zu sehen. Die anderen haben mir aber nicht hallo gesagt, dann geh du doch. Verschwinde, hier gibt's nichts zu sehen. Ich habe den anderen gefragt, du machst mich langsam aggressiv. Okay. Okay, dann nicht. In weiter Ferne leuchten die Sterne, schwimmen die Schiffchen. Und es reimt sich nichts auf Schiffchen. Einmal eine Runde gedreht um euch herum. So, dann gehe ich hier rein. Mal gucken, was hier so ist. Okay, wie weit geht die Treppe noch nach oben? Wenn ihr meint, dann eben noch weiter nach oben, bis ich oben ankomme. Ja, ich krieg einen Drehwurm. Boah, ist das eine endlose Treppe. Ich gucke auch schon gar nicht mehr nach rechts, habe ich keinen Bock zu. Sind wir endlich oben? Was soll jetzt hier sein? Da kann man hoch. Da um die Ecke. Oh, was ist denn hier jetzt Tolles? Uiuiui, und ein Rabe. Sag mal hallo. Hallo, du bist doch unser Freund und Helfer. Mhm, na gut. Gucken wir halt mal in die Truhe. Kann die Truhe jetzt bitte kommen? Hallo. Ich hab nicht aufgepasst. Rot, gelb, rot. Scheiße. Der ist voll lang. Rot, gelb, grün, gelb, 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 grün. Rot, gelb, grün, gelb, gelb, gelb. Noch einen gelben oder jetzt den grünen? Gelb, grün. Wow. Dachte schon, es wird wieder nichts. Wie? Und jetzt sind hier nur so Sachen drin. Ich dachte, jetzt finden wir irgendwas ganz Besonderes und nicht nur so ein Goldkram. Was lohnt sich das denn hier hochzukommen? Außer, dass man eine nette Aussicht hat. Irgendwie, weiß nicht. Hat sich das jetzt so gelohnt? Kann uns der Rabe nicht helfen? Ich kein Rabe in der Nähe. Er sitzt doch direkt vor dir, Mädel. Ja gut, dann nicht. Dann nicht. Gut, dann... Was ist noch sonst hier so nix? War klar, toll. Ich
dachte, es bringt uns jetzt hier ein bisschen weiter. Außer, dass wir jetzt einen Drehwurm wieder kriegen, passiert ja anscheinend wieder nicht viel. Und ich hasse es, wenn es so ruckelt. Ich meine, beim Treppengehen ist es immer so gewesen, egal wie gut es lief. Dass sie so komisch wackelte dann. Hui, sie springt schon richtig runter. Hä? Oh oh, sagen die jetzt was? Oh, hallo. Weil wir die Hallo. Nö, die sind einfach nur zu blöd. Die haben das gar nicht kapiert mit den Thronen. Verschwende, hier gibt's nichts zu sehen. Ja gut, dann ciao. Ja, wie sieht's mit Quests aus so? Gibt's hier nicht noch irgendwas zu tun? Was ist hier mit dem Sabotierkram? Ach, das sollen wir hier sogar machen. Oha, was sollen wir denn machen? Wo kann ich das denn tun? Wo kann man das denn machen? Ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Es muss ja dann da unten sein. Da muss ich wohl nach unten gehen oder so. Ne? Hier so. Wenn der grüne Punkt da angezeigt wird. So, jetzt bin ich doch direkt da. Was mache ich denn jetzt hier? Ah, hier jetzt aber. Oh, oh, jetzt geht's aber los. Hey, du! Bleib stehen! Was ist hier passiert? Hast du was gesehen? Behaupten nichts gesehen zu haben. Er ist dort entlang gelaufen. Ich habe keine Ahnung. Was macht man denn jetzt? Betrunken tun? Ja, keine Ahnung, was passiert ist. Keine Ahnung. Ich tue jetzt einfach so, als hätte ich nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Wir müssen das sofort melden. Okay. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass, wir sollten doch noch jemanden warnen. Wo war denn das? Nee, das war das nicht. Das Schiff ist versenkt. Ich sollte zu den Rebellen gehen und ihnen davon berichten. Ja, okay. Wo ist denn das mit dem Warnen? Warnung für Akbar, hier. Geh zur Werft und warne Akbar. Die Stammesangel der Yuma hat mich gebeten, ihren Freund bei der Werft zu warnen, dass er dort nicht mehr sicher ist. Scheiße, und warum kann ich das jetzt nicht mehr machen oder habe ich den jetzt schon gewarnt? Ich erinnere mich nicht mehr. Habe ich den gewarnt, den Jungen? Warum ist das jetzt erledigt? Der war doch nicht auf dem Schiff, weil ich habe den doch jetzt nicht versenkt, oder? Da war doch aber keiner, den ich hätte warnen können, oder? Boah, Alter, ich habe gerade so Schiss, dass ich den nicht gewarnt habe. Gut, ich laufe jetzt da einfach mal zurück. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und finden uns dann direkt wieder da bei den Rebellen wieder, würde ich sagen. Also, bis dann. Ciao.